Die EU erhitzt in Österreich zwar nach wie vor die Gemüter, doch insgesamt stehen die Österreicher der Union wieder deutlich positiver gegenüber. Die Zustimmungsrate zur EU liegt derzeit bei 75%. Im letzten Jahr waren es nur 60%. Die Zeiten sind unsicher, instabiler geworden seit Trump, seit Brexit, seit der Konfrontation mit Russland. Wenn man sich die Entwicklungen im Nahen Osten ansieht, all das spielt hinein in eine Stimmung, wo man sagt, man möchte mehr europäischen Zusammenhalt. Was die Österreicher hingegen weiterhin ablehnen, ist eine Vertiefung der Eurozone mit einem gemeinsamen Budget und einem europäischen Finanzminister.